Sehr geehrten Kollegen, auch natürlich wieder liebe Fans, die live via Facebook mit dabei sind, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der 20. Runde in der Tipico Bundesliga zwischen dem Spuso SK Saarbrücken und dem SK Rapid Wien. Zunächst natürlich mal herzlichen Glückwunsch an unsere Gäste zum 4:0 Sieg und ich darf gleich Trainer Didi Kübauer um seine Analyse zu den vergangenen 90 Minuten. Naja, über Fiene in Saarbrücken gewinnt, glaube ich, kann man nur zufrieden sein. Ich denke, dass die Mannschaft heute schon vor dem Spiel gewusst hat, dass wir die 3 Punkte brauchen, haben dann wirklich sehr gut begonnen, haben wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Das Einzige, dass natürlich dann eigentlich war die Folge daraus. Und dann haben wir vielleicht von der 30. bis zum 2:0 haben wir dann ein bisschen das Spiel schleifen lassen, wo St. Pölten ein bisschen ins Spiel gekommen ist, ohne dass jetzt was großartig passiert wäre, muss man dazu sagen. Also es waren jetzt wenig Chancen von St. Pölten da, aber trotzdem haben wir ihnen ein bisschen das Spiel gegeben. Und dann mit der Pause, mit dem 2:0, glaube ich, war das dann eigentlich ein wunderbares Signal. Und zweite Halbzeit war es dann so, dass wir dann mit dem 3:0 haben wir dann wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und dann ist es für jede Mannschaft dann schwierig, weil du weißt, du kannst nicht mehr zurückkommen und musst der Mannschaft ein riesiges Lob aussprechen, weil trotzdem der Druck noch immer da ist und man hat es aber wenig gespürt. Vielen Dank, Rako Popovic. Leider eine klare Niederlage für unsere Mannschaft. Wo siehst du die Gründe heute darin? Guten Abend an alle. Gratulation Didi und seine Mannschaft für den Sieg. Ja, bei uns ist so, dass eigentlich wir haben heute, glaube ich, erlaubt eine billige Niederlage für uns, weil wenn du bekommst 4 Tore zu Hause, 3 Tore von den Standards, das von alle erste Schuss auf dem Tor bekommst du 1:0. Wo haben wir heute, sogar Vormittag, haben wir gearbeitet auf das, aber das ist noch einmal, dass das passiert bei uns, leider Gottes, bei dem Standards gravierend jetzt, das haben wir bestraft, ja. Das ist etwas, was hat man nicht gerechnet. Wir haben eigentlich Spiel verlaufen, erste Halbzeit ist, das habe ich keinen großen Unterschied gesehen, weil wir haben gelassen, dass Rapid kommt. Wir wollten die freien Räume hinten haben, weil, glaube ich, der Rapid hat mehr Platz nach vorne, das ist noch gefährlicher. Ja, das hat man wie später bei dem Resultat gesehen, aber glaube ich, das haben wir eine gute Phase gehabt nach dem 1:0. Wo haben wir keine großen Chancen gehabt, aber wo haben wir einen Druck gemacht, glaube ich, dass wir haben eine Szene, möchte ich einmal sehen, aber das nicht jetzt wieder ausrede, wo konnte das Spiel in andere Richtung gehen, dass das vielleicht eine Elfmeter für uns war, so hat mindestens mich auch geschaut, aber das ist auch, sage ich jetzt, ist das nicht schaut wie ausrede bei dem Resultat und dann, dass wir bekommen, kurz vor dem Schluss, 2:0, natürlich dann Mannschaft hat wieder nicht diese Moral, obwohl das haben gezeigt, das haben versucht. Wir wollten zweite Halbzeit auch ein Tor schießen, dass wir das Spiel wieder versuchen zuzudrehen. Haben wir viele Räume gemacht, aber sage ich, wir waren nicht bestraft von dem Kontratak aus dem einen. Wir haben 3 Tore von den Standards bekommen und das, wenn wir das in Zukunft gut machen, dann können wir anderes erwarten. Vielen Dank. Ich darf um eure Fragen an die beiden Trainer bitten. Christian Hackl. Dieses 2:0 gegen Salzburg war offensichtlich wirklich ein Befreiungsschlag und muss man auch gerade bei 4:0 die Defensive loben. Da war schon gegen Salzburg sehr stark und auch jetzt hätte ich praktisch nichts zugelassen. Ist das ganz einfach das, wo du gesagt hast, da habt ihr gearbeitet, vor allem auf der Leitung? Ja, also nicht nur ausschließlich die Defensive, sondern auch die Spieler, die was offensiv denken, kommen auch in die Räume zurück, wo man es den Gegner schwieriger macht. Und ich glaube, im heutigen Fußball müssen 11 Spieler das machen und freut mich für die Mannschaft, dass wir kein Tor bekommen haben, aber man hat gewusst, dass wir gerade da große Probleme gehabt haben im Herbst und die haben wir abstellen müssen und das ist eigentlich in den letzten Wochen mal gesehen, funktioniert das ganz gut. Weitere Fragen? Die Spieler haben alle die gleiche Antwort gegeben, würde mich bei dir interessieren, was machst du morgen um 14.30 Uhr, wenn die Austria einen Sturm spielt? Was würde ich tun? Ich meine, Fußball schauen. Der Spieler macht es kein einziger, nämlich das, was mich interessiert. Ich muss nicht. Ich spiele mit den Kindern. Oder mit den Kindern. Ja, also ich mache es definitiv und ist natürlich jetzt für uns eigentlich, wir haben unsere Pflicht
erfüllt, sage ich jetzt einmal, und das war nicht so einfach, aber das haben die Jungs gut gemacht und jetzt ist es halt schon schön, dass man vielleicht zuschauen kann und man die Spieler sich genau anschauen kann, aber wichtiger wird sein, was wir gemacht haben und da haben wir vorgelegt und das ist schon beruhigend. Gibt es noch weitere Fragen? Eine Frage an den Ranko Popovic. Du wolltest ja das schöne Spiel und den Spielaufbau forcieren. Heute hat es ein bisschen defensiver gewirkt, das hat auch nicht funktioniert. Befürchtest du, dass jetzt das Selbstvertrauen aus dem Herbst komplett weg ist und dass die Mannschaft ein bisschen ratlos ist? Na, Selbstvertrauen, okay. Wenn du verlierst 4-0, natürlich, das kannst du nicht reden über ein großes Selbstvertrauen. Aber wir müssen realistisch sein, sage ich. Ich habe überhaupt nicht so schlecht gesehen, dass das erste Halbzeit, was spielerisch betrifft. Ich habe zwei Standardtore bekommen. Das hat komplett das Spiel in eine andere Richtung gebracht. Wo musst du das was anderes machen? Wir wollten die zweite Halbzeit auch nach vorne was machen. Wir wollten auch unbedingt Tor schießen. Da haben wir mehr Räume gemacht und dann ist natürlich, da gibt's Rapid hat eine Qualität nicht umsonst. Ja, und dass die haben, das konnte passieren auch Schiffe, dass die eine oder andere Kontra noch mehr nützen und dann passiert. Aber ich hab eigentlich Spiel von meiner Mannschaft überhaupt nicht gut gesehen. Die Mannschaft ist gut gestanden, ich habe weniger Räume gemacht. Solange natürlich einmal kommt ein Bruch nach dem 2-0, wo Gegner wächst und du bist etwas, irgendwann möchtest du machen, aber ist nicht gegangen und dann bekommst du auch noch solche Tore. Das ist bitter und peinlich. Aber über schlechtes Selbstvertrauen kann man nicht reden. Wir müssen uns einfach konzentrieren für das, was wir sollen machen. Das, was auszubessern ist, ist auszubessern. Das ist eindeutig. Aber bei Standards kann immer was passieren. Das kannst du trainieren, was du willst. Ich weiß nicht, aber das sage ich. Wir haben in letzter Zeit viel, viel trainiert, aber dann passiert immer wieder. Eine Frage an den Didi Küper. Bisher galt das Torverhältnis als eigentlich Minuspunkt für Rapid. Jetzt schaut es nicht mehr ganz so aus. Muss das zukünftig in den nächsten Spielen vielleicht schon ein bisschen mitgerechnet werden? Wenn ich jetzt vor dem Spiel gesagt habe, wir gewinnen 4-0, hätte ich es genommen. Aber ich muss echt sagen, dass wir zweite Halbzeit hinten raus, haben wir dann teilweise hätten wir es noch besser spielen können. Und war, ich meine, wenn man jetzt dann wirklich ganz penibel ist, war es ja am Schluss dann ein Höfer noch. Und die letzte Aktion muss man auch sagen, wobei, wenn du 4-0 gewinnst, dann schaust du nicht so drauf. Aber es war wichtig, dass wir auf die Tordifferenz, dass wir da was getan haben in den letzten zwei Spielen. Weil jetzt schaut es schon eine Spur anders aus. Weil das hätte man sich nicht so, erwarten können, wie die Saison begonnen. Aber da haben wir wirklich eine ganz schlechte Tordifferenz gehabt und jetzt schaut es schon einigermaßen besser aus. Aber trotzdem ist so, da hinkt man immer noch hinterher. Wie würdest du sagen? 12 Punkte und wir schaffen das obere Playoff. Lass das schon sagen? Ich sage jetzt gar nichts, weil ich sage nur das, wir haben jetzt Mattersburg als nächsten Gegner und dann kann man weiter reden. Ja, also es ist jetzt immer, wenn wir da jetzt jede Woche über das reden, 12 Punkte hin und her. Natürlich 12 Punkte wäre wunderbar, aber wir müssen jetzt einmal schauen, wie die anderen spielen. Und uns helfen nur Siege, das habe ich ja schon im Herbst gesagt, das werde ich auch jetzt weiterhin sagen, aber diese Rechnerei und diese was jetzt sein und das hilft jetzt keinem. Wir müssen auf unser Spiel schauen, wir müssen schauen, dass wir gute Leistungen erbringen, so wie es jetzt war, dann können wir die Punkte holen natürlich. Aber die Mannschaft scheint sich jetzt, wie es die letzten zwei Partien, in der Rolle des Jägers ganz wohl zu fühlen. Ich muss sagen, das könnte ja anders auch sein, dass man wahrscheinlich Druck hat, weil es hinten, aber es wirkt irgendwie befreit, aber jetzt die letzten zwei Spiele her. Nein, ich glaube, das Salzburg-Spiel hat uns sehr wohl geholfen. Ich bin auch der Meinung, dass die Interspiele nicht so schlecht waren vom Resultat her. Also das ist einfach so, da hat man besser gemacht. Aber wir haben trotzdem nicht das so schlecht gemacht, obwohl wir ausgeschieden sind. Und man hat schon gesehen, man sieht ja jetzt, die Jungs sind aggressiver, sie sind viel giftiger, was im heutigen Fußball notwendig ist. Sie machen die Wege wirklich in beide Richtungen. Und das war auch notwendig, was man im Herbst da gesehen hat. Und sind frischer auch, das muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen. Also wir haben nicht mehr diese Mehrfachbelastung. Und dadurch, glaube ich, haben wir hinten raus auch noch diese Kraft, die was man auch gegen Mannschaften braucht. Gibt es noch weitere Fragen? Die letzte. Wenn man sich jetzt in der Tabelle, fragt man sich, sagt man hat immer noch mehr Punkte, wenn man heute das Spiel gesehen hat und das Lustige, wie du warst ja das letzte Spiel, St. Pölten 2-0 im Allianzstadion, dass das irgendwie schon also eine verrückte Situation eigentlich ist. Ich weiß nicht, selbst verschuldet, aber wenn man
komplett andere Situation. Also wir haben, genau an dem habe ich gearbeitet, wir haben gewusst, wie ich noch St. Pölten Trainer war, dass das Rapid nach hinten riesige Probleme hat und haben uns dann genauso in die Karten gespielt, wie ich jetzt noch bei St. Pölten Trainer war. Und jetzt ist es so, dass wir hinten viel stabiler sind und trotzdem vorne auch gut unterwegs sind. Und dann macht es die Sache schon etwas einfacher, weil qualitativ sind wir einfach besser wie St. Pölten, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber im Herbst habe ich gewusst, sie sind da instabil und das haben die Jungs auch noch dazu mal wunderbar ausgenutzt. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei allen Anwesenden und wünsche unseren Gästen natürlich noch eine gute Heimfahrt und alles Gute für die Zukunft.